Natürlich ist das auch wieder ein zeitlich begrenztes Fenster mit der Tür. Achso, okay, dann können wir halt da nicht von der Seite aus da ran. Ist auch in Ordnung. Ja, okay. Ich muss in einen Rutsch das quasi schaffen, darüber zu kommen, ja? Okay. Na los. So nicht. Wieso machst du das denn jetzt nicht? So, oh nein, schon wieder vier von den Beppos. Schon wieder vier von den Beppos. Und da oben ist irgendwas. Okay. Aber vielleicht jetzt nicht alle auf einmal. Das wäre schön. Das wäre wirklich schön. Dann haben wir natürlich verchromt. Warum auch nicht? So, Nummer 1. Da oben ist irgendwas. Ich hätte das theoretisch gerne. Danke. Und Überraschung. So. Okay. Als ob das jetzt funktioniert. Wie die anderen erwachen nicht zum Leben? Was denn da los? Wow, okay. Yeah. Geht, wo ihr wohnt, ganz ehrlich. So. Ich kann mich nicht bewegen. Es ist Creme de la Creme hier. Auch verchromt? Ich hoffe nicht. Ja, ich könnte eine Sofort-Extraktion machen. Will ich mir auf den nächsten aufheben gleich. Ballert der jetzt schon mal nicht hier die ganze Zeit mir dazwischen? So, noch einer weniger. Nur noch der andere da hinten, ja? Okay. Aua. Boah, Volltreffer, ey. Ja, ja, jetzt bist du ja dran. Damit du auch aufhörst zu nörgeln hier. Oh, komm her. Kommst du her? Braver Kerl. Ah, ganz braver Kerl, ne? Okay, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt haben wir noch keinen Kern, kein gar nichts.
Was habe ich jetzt verkehrt gemacht? Wo habe ich einen Kern nicht gefunden? Ich finde auch merkwürdig, ne? Hier der Sprung darüber ist irgendwie so extrem weit. Komm, Duncan. Ja, so nicht. Duncan hätte mir jetzt nicht geholfen. So, wir brauchen einen Kern. Ah, ganz tollen Kern. Was ist eigentlich mit dem Ding? Das ist egal, ne? Ach, guck mal, da wäre der Kern gewesen. Siehst du. Mit dem können wir jetzt wieder Kettmarsch machen. Aber nicht in die Richtung. Das heißt, wir müssen nochmal an diesem Barrierending vorbei. Oh. Mal gut, dass ich das Spiel nicht auf 100% machen will, weil sonst hätte ich jetzt echt ein Problem bei diesem Dungeon. Das halt zeitlich hinzukriegen, ne? Oh, okay. So nicht. Ist der Schlüssel noch bei mir? Ja, ist er, okay. Nee, doch. Okay. Und wieder nach da hinten hin. Energiezelle, komm. Seine brave Energiezelle. Genau, glitscht dich durch die Wand, ist in Ordnung. Hauptsache ist, du kommst mit. Den wahrscheinlich halt vorher nicht eingesammelt, weil ich halt froh war, dass ich überhaupt irgendwie an diesen mächtigen Affenrobotern da irgendwie durch bin. So, mach mal. Tu mal machen. Konsole wird verwendet. Wuhu. Es war so klar. Aber nicht verkrummt. Zumindest der eine. Glaube ich. Sieht gut aus. So, jetzt noch der andere. Der ist verkrummt. Ich sehe auch manchmal halt, ne, irgendwie alle ganz anders aus, wenn sie verkrummt sind. Der hier, weißt du, bei dem glaube ich das sofort. Jo, der ist verformt. Der ist halt so silbernmäßig glänzend. Die anderen sind manchmal so extrem mega schwarz glänzend und so. Ganz komisch. Egal. Nicht meckern, einfach machen. So. Hier haben wir zumindest kein zeitliches Fenster. Nicht so in der Richtung zumindest. So. Oh nein. Ich höre hier doch etwas. Ist das im nächsten Raum? Ich glaube, es ist im nächsten Raum über uns. Okay. Dann ist auch der gelbe Schlüssel.
Jetzt ist er da oben irgendwo, na toll. Kriege ich denn den jetzt runter? Gar nicht. Nicht alle auf einmal, bitte. Das wäre voll schön. Und wenn, dann bitte nicht verchromt sein. Und ständig halt irgendwie heilen. Ich weiß, ich habe Ansprüche. Ich muss auch mal Ansprüche haben dürfen. Ich habe sonst keine. Brauch dich. So, die nächste bitte. Sofort Extraktion hebe ich mir erstmal noch auf. Wer weiß, ob wir halt hier irgendwie auf was Nerviges, Chromartiges halt hier gleich noch stoßen. So. Noch einer weniger, da hinten kommt noch einer. Der ist blau. Ein blau, da ba di da ba da. Da ba di da ba da. Da ba di da ba da. Der wird grün, ach du Kacke. Der ist schon ganz neidisch, weil ich nicht auf ihn gehe. Also Gelbwaldfarbe ist nice, ne? Grün. Manchmal verwechsel ich das, glaube ich. Völlig unbewusst. Mist. Bin da. Voll schon gebombt. Ich glaube, das ist im Moment relativ gut. Ein einzelner Gegner halt. Das kann der schon ausrichten. So, oh jetzt. Jetzt da hinten unangenehm. Okay, ich dachte, ich hätte jetzt noch sofort Extraktion, aber habe ich gar nicht mehr. Okay. Wow. Dann mal den Mischling hier. Dann gleich den anderen da hinten. Der noch ein ekliges Schild noch dazu hat. Nein, kein Schild bitte, danke. Zu freundlich. Oh, endlich. Jetzt noch die hier. Und da kommt auch meine Sofort-Extraktion zum Einsatz. Obwohl da noch zwei Affendinger halt Strom stehen. Ich darf trotzdem schon gehen, ist das nicht toll. So, jetzt ist hier ein Schlüssel, jetzt ist ja noch irgendwo oben eine Kiste, glaube ich. Muss ich jetzt gleich immer gucken, was und wie und wo und wieso, weshalb, warum und so. Komm mal, da haben wir schon mal die Kiste. Zurück zu mir. Sieh an, sieh an.
So. Und da hinten dann den Schlüssel. Lass hier verschwinden. Verletzend hier. Anstrengender Dungeon. Gut, ich bin auch ja eigentlich theoretisch ein bisschen zu niedrig vom Level her. Ich weiß gar nicht. Wir haben... Unser Gewehr ist Level 22. Geht eigentlich. Und drei Level höher teils. Gut, teils auf 4. Dann halt nicht. Warum sollte der mich auch in der Luft auffangen? Aber ganz ehrlich, hätte ich hier das Fliegeding nicht? Wie soll ich denn da manchmal rüberkommen? Und der war jetzt nicht, sag schon, benötigt für den Dungeon. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Hierher zu mir. Hier drüben, Seth. So, und jetzt... Na, da hinten hin. Das müsste, glaube ich, Ende Gelände sein, oder? Obwohl, nee. Warte mal. Ende Gelände. Oder nur mal anders markiert, ne? Ich weiß nicht. Ist das nicht da hinten? Nee. Ich habe keine Ahnung. Egal. Wir gehen einfach erstmal weiter. Werden schon sehen, wo das Ende irgendwann ist. Ist hier auch wieder Viechers? Ich glaube, du klein hier bisher. Damit kann ich leben, die sind nicht schwer. Die verstecken sich nur in allen Nischen. Da ist Ende Gelände, aber vorher kommt ja wahrscheinlich erstmal noch fetter Kampf. Schläger 88, okay. Der holt immer hier den Affentanz raus, ja? Er hat Resistenzen. Ja, ganz super. Aua. Aua. Wieso hatten der jetzt so viele Affendinger hier? Oh Gott, das kann ja furchtbar werden. Das wird ja richtig ätzend. Das ist auch wieder verchromt, ne? Oh nö. Was war das? Ich hab keine Ahnung, überall einfach nur Explosionen und ich so. Was? Hallo, ich sehe nichts. Hallo, ich will weg. Hallo. Oh. Ja, warum sollte man auch am Anfang des Wiederbelebens halt irgendwie wegkommen von da, wo man startet? Nee, warum? Wäre ja zu einfach, ne? Verstehe ich schon. Alter, wie viele auch von diesen Wiederbelebungsviechern da oben jetzt rumfliegen. Plus die Anti-Extraktionsviechers.
je, oh je, oh je. Jetzt hier stückchenweise irgendwie gegen das Vieh ankämpfen. Jedes kleine bisschen freue ich mich drüber. Da will wieder irgendwas heilen kommen von irgendwoher. Ich sehe es halt noch nicht. Da oben. Alter, wo kommt diese Explosion her? Wieso? Weshalb? Warum? Ich hatte im Moment nicht wirklich viel entgegenzusetzen. Ich kann natürlich ihn hier einsetzen, aber ob das halt jetzt viel bringt, ist nur das andere Ding. Die Frage ist, kann ich dem Boss überhaupt Schaden zufügen dann, irgendwann? Oder wird er halt kontinuierlich sagen, hey, Resistenz, weil du bist vom Level her zu niedrig. Das wäre scheiße. Yo, Alter. Das kann ich doch knicken. Das bringt doch so nichts. Das ist so im Moment halt echt nicht machbar. Kann ich hier raus? Verlies neu starten. Ja, das kann ich schnell reisen. Kann ich auch. Das heißt, da müssen wir halt erstmal irgendwie tatsächlich ein höheres Level haben. Sonst. Ich sehe da ganz schwarz. Ich sehe da wirklich ganz schwarz. Wir haben da keinen Fortschritt. Wir machen keinen Schaden. Der Gegner, da prallt alles ab. Beim Hauptboss. Das ist für die Katz. Aber für die Katz ganz viel. Na gut. Dann werden wir wohl oder übel tatsächlich erstmal naja, dies Verlies vertagen. Und wiederkommen, wenn wir reicher in Erfahrung geworden sind und so. Hoffe ich. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Muss man halt mal gucken, ne? Nun gut, dann verabschiede ich mich jetzt auch erstmal an dieser Stelle. Bedanke mich bei euch, wie immer, fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hochmotiviert dann zur nächsten Folge dann wieder. Wuhu! Yay! Motivation! Yay! Party! Bis dahin, viel Spaß und noch vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.